Hallihallo, hallihallo, hallihallo. Hier ist die Andrea aus Andalusien von andreawirk.com. Heute mal wieder mit einem Unboxing von einem Orakeldeck. Ich habe die Folie hier eben schon abgemacht, weil das sonst immer so blendet, so spiegelt, obwohl das spiegelt jetzt auch. Das Ganze ist ein Archetypen-Kartendeck im Endeffekt von dem Nick Bentock. Das ist ein Bestseller-Autor. Und der hat das entwickelt. Ich weiß jetzt nicht, ob es hier auch noch ob er auch die Grafiken gemacht hat, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber das wird ja dann im Buch stehen. Das Ganze nennt sich The Archeo, ist Personal Archetype Cards. Also hier geht es um die Archetypen, ja. Und das Ganze ist, glaube ich, von Javelin Books und kommt in dieser Box, ja. Es hat 42 Karten. Und ein 204 Seiten Full Color Guidebook, also ein voll koloriertes Handbuch. Die Box ist ziemlich cool, finde ich. Ja. Und ja, hier steht jetzt irgendwie noch, dass er eben New York Times Bestselling Autor und Artist. Also er hat dann wohl auch die Grafiken gemacht. Nick Bentock, ich habe von dem noch nie was gehört. Präsentiert hier ein wirklich durchbrechendes Orakeldeck oder groundbreaking heißt ja eher grundbrechendes Orakeldeck, das eben hilft, seine persönliche Mythologie zu kreieren, was das jetzt auch immer heißen mag. Damit konnte ich jetzt gar nichts anfangen, ehrlich gesagt, als ich das vorhin durchgelesen habe. Das Full Color Guidebook detailliert jede Skills und Talente und Personalitäten. Und es gibt auch zwei blanke Karten, wo man seinen eigenen Charakter machen kann, ja. Also es ist immer so blöd, das dann zu übersetzen. Es ist ja, wie gesagt, also ich meine, ihr seht es ja, es ist auf Englisch, muss ich jetzt nicht dazu sagen. Also die Box ist ziemlich cool, die ist auch ziemlich fest. Und ja, oh, das ist ja toll, hier ist ein Hund, Wolf, was auch immer. Ja, tolle Qualität. Kommt dann hier wohl mit dem Rausziehding hier. Oh, das sind aber große Karten. Ich dachte, die wären kleiner. Und mit diesem Guidebook, das gucken wir uns jetzt auch an. Also das ist die Schachtel. Oh, die ist aber echt schön gemacht. Und ich habe gedacht, die hätten Tarotkartengröße. Naja. Haben wir wieder große Karten, ist halt so. Dann fangen wir jetzt mal an mit dem Buch. Also wer schon die Karten sehen will, ich mache ja immer Zeitmarkierungen, der kann dann schon zu den Karten switchen. Ich fange aber immer ganz gern mit dem Buch an. Das ist übrigens laminiert. Die Box ist auch so leicht laminiert, würde ich sagen. Und genau. Oh, das ist aber ein sehr edles Buch. Wow, die Seiten sind auch irgendwie laminiert oder zumindest glänzend. Das sind schon die ersten Karten, glaube ich. Also es ist so ein bisschen, die Karten sind so ein bisschen surrealistisch, würde ich sagen. Und ich glaube, das ist gerade erst rausgekommen. Ja, genau, First Edition 2021. Das habe ich gerade erst entdeckt und fand es total spannend, weil ich dieses Surrealistische mag. Ja, das war es eigentlich schon von Javelin, das kennen wir ja alle. Und hier haben wir die Inhaltsangabe, da haben wir eine Einleitung und dann fangen wir auch schon gleich mit den Archetypen an, mit den Charakteren sozusagen. Ja, die sind alle einzeln aufgeführt und wie ich sehe, haben die alle so um die zwei Seiten, glaube ich, wenn ich das hier so überfliege, zwei Seiten Text. Hier haben wir noch Legungen und wie man, also Your Archeo ist wahrscheinlich dein Archetyp oder so, wie man da eben mit arbeiten kann, wie man, ja, ich weiß jetzt gar nicht, was Archeo ist, aber das wird hier vielleicht in den Instruktionen noch erklärt. Mein Handy habe ich jetzt leider, wo ich Englisch immer nachgucke, an der Steckdose hängen. Okay. Also, hier gibt es eine Einleitung, die ziemlich lang ist.
Und dann geht es auch schon mit den Karten los. Und ich gucke ja auch immer ganz gerne, wie die Karten so dargestellt sind. Ja, also hier haben wir die Charakteren sozusagen, das sind die Archetypen. Das ist super genial und ich glaube, die Abbildung ist sogar größer, als die Karte an sich ist. Oder vielleicht ist sie sogar genauso groß. Können wir gerade mal checken. Ne, die Karte ist größer. Wow, die ist sogar noch größer. Wow, das sind ja Riesenkarten. Also hier ist die Karte relativ groß in Farbe abgebildet. Und dann hat man hier die Überschrift, also den Archetyp, in dem Fall Alchemist. Dann hat man hier die Attribute. The Alchemist has the capacity to open your eyes. And also was der Alchemist also kann sozusagen. Hier haben wir die Person. Persona. In a narrow. Persona, was ist denn jetzt? Persona ist ja eigentlich das Ich, ne? Ja, da wird so ein bisschen aus der Person des Alchemisten, glaube ich, erzählt. Wir können jetzt noch mal kurz bei einer anderen Karte gucken. Wir haben hier den Engel. From the outside, the angel has been assigned to you. She keeps you from miss. Also ja, hier ist das, was der Engel sozusagen für dich tut, beziehungsweise hier der Alchemist, was der tut, was er für Kapazitäten hat. Und hier wird geschrieben, when darkness falls across the landscape, the angel protects us from the end. Ne, hier wird aber auch von außen erzählt. She is an angel of mercy bringing. Naja, egal. Vielleicht kann mir jemand helfen. Das ist wieder dieses Wort Persona, mit dem komme ich nicht klar. Auf alle Fälle hat jede Karte drei Seiten. Genau. Auf der ersten Seite stehen so diese Bedeutungen mehr oder weniger, dann kommt die Karte und dann kommt nochmal. Nee, das ist unterschiedlich. Also hier hat man erst die Karte und dann das. Also je nachdem. Ja, aber auf alle Fälle hat jede Karte drei Seiten, würde ich mal sagen. Es ist relativ übersichtlich gestaltet. Ja, man kann es sehr gut finden, wenn man so blättert. Ja, auch die Karten. Man kann das Buch dann auch ohne Karten mal durchgehen, weil man die Karten so wundervoll groß drauf hat. Das finde ich immer ganz gut. Und das war dann genau. Und ich finde ja immer wichtig zu gucken, wie die Beschreibung ist mit den Karten. Also zu diesem Attribut und Persona kann ich im Moment nichts sagen, aber wenn wir nachher eine Karte legen und ich vielleicht was durchlese, dann kann ich das nochmal eher dazu was sagen. So, dann haben wir hier noch die Layouts, also die Legungen. Da ist aber auch nur eine angegeben. Und hier sind noch so ein paar Sachen, wo ich jetzt nicht weiß, was es genau ist. Hier gibt es noch hier gibt es noch Tales, also Märchen, das finde ich ja interessant. Das Alchemistenmärchen, das Angelsmärchen. Hier gibt es zu jeder Karte anscheinend noch ein Märchen. Das ist ja interessant. Ja, also da kann man ein bisschen drin drum blättern, würde ich auf alle Fälle mal sagen. Genau. Was steht denn da so? The woman, the warrior tale. The woman and her three children have been long pursued by. Das finde ich ja spannend. Das finde ich cool, weil mit sowas kann ich immer viel besser umgehen. Dann verstehe ich auch immer meistens besser die Karte. Ja, okay. Hier hinten haben wir noch diesen Nick Bentock. Der sieht ja sehr interessant aus. Okay, das war's. Also ein interessantes Buch. Ah, guck mal, das ist hier sogar noch. Hier kann man auch genau sehen, wo dann die Karten sind, wo nämlich hier diese schwarze Dings ist. Also sehr übersichtlich gemacht, sehr schön gestaltet. Also ein ganz tolles Guidebook, ja. Okay, machen wir jetzt mal die Karten. Wollen ja hier nicht so lange immer rummachen. Na, die Box ist echt schön. Und es kommt auch nicht eingeschweißt, sondern nur mit dem Plastikbändchen hier. Ja, das ist hier die Karte, die ist auch laminiert, aber so laminiert, dass man nicht mehr so richtig die Pappe fühlt, würde ich sagen. Das ist die Hintergrundseite, die kann man nicht umgekehrt lesen. Für die, die umgekehrt lesen, die Kartendicke ist, würde ich sagen, normal, nicht zu dünn, nicht zu dick.
Naja, eher dünn, aber es liegt auch an der Größe. Na, aber nee, die sind aber schon fest. Also die sind schon fest, die Karten. Ja, weil die sind tatsächlich sehr laminiert. Gefällt mir eigentlich immer nicht so, wenn es zu laminiert ist, aber was soll man machen? So, ach, die Größe. Ich habe hier eine, zwar ein Orakeldeck, aber das hat Tarotkartengröße. Also Standard-Tarotkartengröße von US Games. Wow, ich würde sagen, die ist auch noch erheblich größer als eine normale Orakelkarte. Die wäre nämlich dann so groß. Ja, also es hat schon ein Riesending. Es ist ein Riesenteil. Naja, was soll's. Okay. Dann schauen wir uns mal die Karten an, wie die aufgebaut sind. Also wir haben hier immer ein Bild und wir haben hier an der Seite jedes Mal woanders. Mal links, mal rechts, ganz, ganz dezent, dass man es auch nicht so auffällt, finde ich total klasse, hat man hier dann die Bezeichnung, also den Archetypen sozusagen, ne? Und das Schöne ist, dass man dann auch dadurch, dass noch nicht ein zusätzliches Keyword da heißt, dass man dann tatsächlich auch mit dem Archetypen selbst arbeiten kann. Also man kann dann sich die Karte angucken, kann sehr intuitiv also dann auch die Karte lesen oder man nimmt halt eben das Guidebook, ja, oder man macht beides, geht ja auch. Man kann ja auch intuitiv und mit Guidebook lesen. Ne? Okay. Dann fangen wir mal an mit dem kleinen Flip-Through. Hier haben wir den Alchemisten. Den Engel, oh, das ist ja spannend. Anima und Animus. Sorry wegen meinen dreckigen Fingernägeln hier, weil ich hatte gerade wieder mit den Hundis zu tun. Dann kriegt man ganz schnell dreckige Finger. Hier haben wir Arbiter. Weiß ich jetzt gar nicht, was das ist. Ist wohl irgendwas mit Gerechtigkeit. Der Awakener, Wecker, würde ich fast sagen, der Wecker, der die anderen zum Aufwachen bringt, der Dämon, der Träumer. Die ist ja interessant. Duende. Duende ist aber, heißt auf Spanisch Kobold. Ich weiß aber nicht, ob das Kobold heißt. Dann haben wir hier den Eccentric, also den Eccentriker. Wir haben hier den Falcon. Den Falken. Oh, wir haben auch Tiere dabei, das ist ja interessant. Den Fatalist. Oh, Fatalist, weiß ich jetzt nicht. Grace. Da weiß ich nie die Übersetzung. Ich kann sie mir 100 Mal angucken, ich vergesse die immer. Und den Green Man, der ist ja toll. Der grüne Mann. Dann haben wir den Heiler. Den Hierat. Weiß gar nicht, was das ist. Hierat. Hat das was mit Hierarchie zu tun? Ich habe keine Ahnung, Leute. Den Hypokrat. Hypokratiker. Den Illuminator, den Illuminierten. Den Innocent. Der Unschuldige. Dann haben wir Intimate, Intim. Ah, die
die ist aber kraftvoll hier. Was ist das? Der Inventor. Wow. Und hier haben wir den Jester. Ich weiß jetzt gar nicht genau, was Jester heißt. Das ist, glaube ich... Ah, so wird nämlich manchmal auch der Narr im Tarot genannt, aber... Ist so ein Ding zwischen Narren und Juggler und Jester und ach, was weiß ich. Wo haben wir hier das Wort? Oh, hier ganz zart. Lion, der Löwe. Der Magician. Wow, der Magier. Die ist ja cool. Ich glaube, nee. Ich dachte, die wäre auf dem Deckblatt gewesen. Nee. Was haben wir hier? Den Metamorph. Also hier haben wir Worte, die ich gar nicht, die ich noch nicht mal auf Deutsch weiß. Also ich meine, das ist ja wahrscheinlich auf Deutsch genau das Gleiche. Da muss ich, glaube ich, erstmal googeln. Die mittlere Frau, die Midwife, also die Frau im mittleren Alter, würde ich sagen. Dann haben wir hier Mobius. Weiß ich auch nicht, was das ist. Ich weiß so wenig, weil ich nämlich auch nicht viel lese. Die Mondkatze. Das ist das Deckblatt von der Box. Der Observer, der Beobachter. Der Poet. Der Reflektor. Der Spiegeler. Die Spiegelung, der Spiegel, die Spiegel, was weiß ich, einer, der eben spiegelt. Sage, der Heilige, warte mal, Sage ist Salbei oder Heilig, glaube ich. Oh, die ist ja cool. Shadow Driver. Oh, das ist ja ein Diver, Shadow Diver. Der Schattentaucher. Wow. Die ist ja cool. Dann haben wir die Sirene. Star Climber, der Sternen. Wie heißt das denn jetzt? Climben. Der zu den Sternen hochgeht halt. Dann haben wir hier den State Strategist, also den Strateg. Ja, sieht man ja auch schon mit dem Schach. Dann haben wir hier den Überlebenden. Okay. Hier haben wir den Trickser. Oh, die ist ja schön. Der Wanderer, die gefällt mir. Die hat eine total schöne Energie. Dann haben wir hier den Krieger. Und den Wolf. Wow. Und die zwei weißen Karten. Wow, ein sehr interessantes Deck, wo ich jetzt ein paar Worte nicht weiß. Ich glaube, ich habe jetzt das Handy dann aber noch oft an der Steckdose. Das ist jetzt echt doof. Naja, egal. Also ich hoffe, dass wir jetzt keine Karte ziehen, wo ich nicht weiß, wo der Name ist, weil wir werden nämlich jetzt eine kleine Legung machen, um die Karten mal auszuprobieren, aber auch für die Leute, die nicht gerne... die aus meinem Kanal sind, die nicht so gerne, die das nicht so interessiert, ein Deck neu zu sehen, sondern die mehr an Legungen interessiert sind. Also eine helle Karte habe ich rausgenommen, eine lasse ich drin, das ist für mich das Nichts. Das heißt, da gehe ich dann in dem Moment beim Reading so mit um, wie ich es intuitiv möchte. Entweder bedeutet das dann, dass im Moment die Frage gar nicht beantwortet werden will, wenn es um eine Frage geht, oder aber, dass eben kein Archetyp dabei ist oder das werde ich dann sehen. Also die Karten sind total schön. Ich finde die klasse. High Wreath.
Das weiß ich, da habe ich überhaupt keine Ahnung, was das ist. Da habe ich keine Ahnung, Leute. Und Fatalist? Ja, ich mache jetzt mal aus und gucke diese Namen in meinem Handy jetzt nochmal nach. Aber die Karten sind total klasse, die gefallen mir sehr gut. Könnten ein Tick kleiner sein. So, ich mache mal kurz Stopp, gucke die Karten nochmal nach, die ich nicht wusste, und dann machen wir ein Reading. So, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Also, der Star Climber ist der Sternenkletterer. Ich kam irgendwie nicht auf Climber. Der Sage ist, ja, der ist der Weise, nicht Heilige, sondern Weise, das habe ich verwechselt. Der Reflektor ist der Spiegel. Der Morbius ist ein kränklicher Kerl oder Frau, oder hier geht es ums Krankhafte. Der Jester ist der Narr. Dann haben wir den Metamorph, da habe ich lange gesucht, weil ich nicht wusste, ja, was es genau sein könnte. Das ist, ich glaube, das ist ein Verwandler und das sieht man hier ja, er verwandelt sich, ne? Dann haben wir Grace, das ist Anmut. Ich weiß nicht, warum ich das Wort immer vergesse, das ist unglaublich. Dann haben wir den Fatalist, da musste ich auch nachgucken, weil ich nämlich eigentlich gar nicht weiß, was es ist, aber es macht Sinn. Also ich habe so rauskristallisiert, dass es jemand, dass das fatalistisch ist, wenn man eben, wenn man sagt, das Schicksal ist bestimmt. Also man, oder das Geschehen ist vom Schicksal bestimmt, ne? Und deswegen ist sie hier halt, ja, damit kann ich gar nicht umgehen. Also das ist sowas, womit ich gar nicht umgehen kann, wenn ich ehrlich bin. Deswegen weiß ich so ein Wort auch gar nicht. Dann haben wir den Arbiter, das ist der Schiedsrichter, hätte ich eigentlich auch drauf kommen können. Den Duende, das ist tatsächlich der Kobold, das ist Spanisch. Und der Hypocrite, da war ich mir auch nicht so sicher. Das ist ein Heuchler. Genau, das fand ich jetzt nochmal spannend. Gut, dass ich nachgeguckt habe, weil ich hätte das jetzt wahrscheinlich nicht richtig eingeordnet. Manchmal ordnet man die Dinge eben nicht richtig ein. So, genau. Und jetzt machen wir mal, jetzt testen wir erstmal, wie man hier mit diesen Karten mischt. Ich mische die mal so rum, weil die schon wieder so eine leichte Biegung haben, damit die sich entbiegen. Und ich glaube, meine Hände sind zu klein wieder mal. Aber dadurch, dass es ja jetzt nur 40 Karten sind, vielleicht, ich muss mal gucken. Also für mich ist, für meine Handspanne ist diese Größe nicht geeignet. Aber es geht. Man kann die Karten natürlich auch so mischen. Ja, indem man die so mischt. Aber das kriege ich immer nicht so hin. Oder man mischt sie dann eben über Hand. Also sie lassen sich von der Qualität her lassen sie sich eigentlich gut mischen, aber sie sind einfach zu lang. Ich finde sie einen Tick zu groß. Ich finde, die Karten hätten ruhig Tarotkartengröße sein können. Ehrlich, weil das reicht. Ich meine, die Bilder sind ja jetzt nicht so filigran. Ja, also ich weiß gar nicht, warum die so groß sind. Wieder typisch Javelin. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal eine Legung. Ich schraube mal hier so ein bisschen hoch. Ich ziehe mal drei Karten und guck mal, was die uns jetzt so zu sagen haben. Was wir denn wissen dürfen. Ich lese die jetzt einfach mal ganz normal. Nicht, ja, ich meine, die Archetypkarten. Ich habe ja schon Archetypkarten und zwar die von dem Wild Unknown. Das hatte ich ganz vergessen zu sagen. Die kann ich mal hier verlinken. Hatte ich ganz vergessen. Die sind auch cool, aber die sind ganz anders. Ja, und jetzt fragen wir einfach mal, was wir wissen dürfen. Liebe Archeokartensiste, das habe ich jetzt nicht nachgeguckt, was das heißt. Was möchtet ihr uns denn sagen? Was sollen wir denn jetzt mal wissen zu unserem Leben, zu einem Thema? Haben wir hier noch eine? Innocent, okay. Ja, wollen wir mal gucken. Wir haben hier Illuminator. Wow, das ist ja cool. Hier geht es um die Illumination, um die Erleuchtung. Obwohl das Wort Erleuchtung gefällt mir ehrlich gesagt ja nicht so. Oh, die habe ich nicht nachgeguckt. Mist. Da muss ich jetzt nochmal stoppen.
weil die ist ganz wichtig. Hiraeth. Da muss ich jetzt nochmal stoppen, Leute. Wow, das ist jetzt interessant, weil das gibt es gar nicht auf Englisch. Also das ist ein gallisches Wort, dieses Hiraeth. Und das heißt sowas wie tiefe Sehnsucht, ja. Das spiegelt ja letztendlich auch die Karte wider, weil sie ist hier so am Zerbröseln, ne? Sie hat keinen Halt. Sie hat eine tiefe Sehnsucht nach etwas oder sie hat vielleicht auch was verloren und deswegen hat sie tiefe Sehnsucht. Und ich nehme jetzt hier auch noch die Innocent-Karte, die lag ja ganz oben. Jetzt passt es wieder nicht drauf, ich muss noch ein Stückchen höher gehen. Weil das, ja, es ist eine interessante Legung. Also diese Illuminator-Karte ist hier ja in der Mitte. Und das, hier geht es ja um die, in Anführungsstrichen, Erleuchtung oder um das Licht oder um die Bewusstwerdung. Bewusstwerdung wäre jetzt eher Awakeness. Hier geht es um das Licht und vielleicht auch um das Dunkle. Und die Midwife, die ist für mich, wie in meinen, ich habe ja so ein paar Frauendecks, ist es so die Mutter, die Weise, die aus Lebenserfahrung schöpft und die eben weise ist und die aber auch gleichzeitig Mutter ist, die vielleicht auch schon ein Kind geboren hat, die das Leben schon gelebt hat, aber noch nicht zu Ende gelebt hat, logischerweise, und die eine gewisse Reife und Weisheit hat. Und ich glaube, in dieser Legung geht es darum zu erkennen, vielleicht bist du gerade in einer Situation, wo du dich nach jemandem sehnst oder nach etwas sehnst. Oder vielleicht hast du auch eine ganz tiefe Sehnsucht nach, das hatte ich mal, ich hatte eine ganz tiefe Sehnsucht, ja, die war aber eher so spirituell. Ich wusste gar nicht, nach was ich eine Sehnsucht hatte. Das war vor ein paar Jahren nicht. Ich hatte so eine ganz tiefe Sehnsucht nach etwas, wo ich gar nicht wusste, was es ist, ja. Und das gibt es auch. Und das ist gerade, glaube ich, bei der Bewusstwerdung auch ein tiefer Aspekt noch. Ne? Den darf man auch nicht verkennen. Vielleicht bist du ja in so einer Situation. Oder aber du hast jemanden verloren, jemand ist gegangen oder du musstest von zu Hause weg oder du musstest was weggeben, was dir wichtig war. Und du bist jetzt in einem ganz tiefen Schmerz und hast... Eigentlich ist es eher so eine Art Mischung aus Trauer und Sehnsucht, in der du jetzt vielleicht bist, ja. Und diese Illuminator-Karte, die liegt ja in der Mitte und die sagt mir so ein bisschen, dass es jetzt darum geht, vielleicht auch zu gucken, was eben noch da ist. Und dass nicht alles nur dunkel ist, sondern dass eben auch schöne Dinge da sind und dass Dinge passieren müssen, damit wir daraus lernen und dadurch eben weiter in unserem Bewusstsein kommen, aber auch weiter eben wieder leuchten können. Und die Midwife sagt mir so ein Stück weit, dass du dich daran erinnern solltest, dass du eben auch nicht nur, dass du auch so einen Aspekt in dir hast wie die Midwife. Ja, den hast du in dir, also die weiße Frau, würde ich jetzt mal sagen, oder die Mutter, und die kann dich vielleicht auch unterstützen. Oder aber es kann dich jemand unterstützen innerhalb von deinem, im Außen ist da vielleicht sogar eine ältere Frau, die dich hier unterstützen kann. Es könnte natürlich auch sein, dass du diese ältere Frau vermisst, ja, vielleicht ist deine Mutter nicht mehr da, kann natürlich auch sein. Oder du bist weit weg von deiner Mutter. Aber im Prinzip sagt diese Karte, dass du jetzt aus diesem Schmerz rausgehen solltest, dieser Illuminator. Und zusammen hier mit der Innocenz, ja, sagt mir, dass du solltest jetzt gucken, was da eben noch ist. Und so ein bisschen auch das Leben spielen. Ja, er ist hier der Spieler, so ein bisschen. Ich gucke jetzt aber auch mal hier in dem Buch, was zum Beispiel beim Illuminator steht. Das könnte ja jetzt auch alles sein. Ah, ich hatte gar nicht geguckt, aber ich glaube, das ist, ja, das ist alphabetisch geordnet. Steht denn hier? Der Illuminator hält die Kerze. Ja, die Kerze gegen die Dunkelheit. Seine Flamme. Ich lese mal durch und erzähle es euch. Ja, das ist ja geil, was hier steht.
Das gefällt mir, das muss ich jetzt kurz sagen, es gehört nicht zum Reading. Hier steht, ohne die Dunkelheit hat Licht auch keine Bedeutung. Und ohne Licht ist Dunkelheit, das weiß ich jetzt nicht, obliterate things. Also auf alle Fälle steht hier, die beiden brauchen sich, um zu existieren, ja. Und ich sage ja auch immer, Licht und Dunkelheit müssen da sein. Und die Spirituellen sagen immer, nein, Licht kann ohne Dunkelheit existieren, aber Dunkelheit kann nicht ohne Licht existieren oder irgendwie sowas. Aber für mich ist genau das nämlich relevant, dass beides da sein muss. Besonders, also gerade jetzt hier, auch in unserem Menschsein zumindest. Und das gefällt mir jetzt, dass er das nämlich auch schreibt. Weil viele Spirits oder Esoteriker, die sagen immer, nein, das Licht existiert auch ohne Schatten, aber Schatten kann nicht ohne Licht existieren, bla. Für mich ist beides wichtig, ja. Und das sagt er auch. Und hier geht es tatsächlich um die Consciousness, also um die Bewusstheit. Und diese Legung sagt jetzt ganz klar für mich, du bist in einer Situation, wo du so eine Art Sehnsucht hast oder eine Trauer, die mit Sehnsucht zu tun hat, mit Nostalgie, und du kommst da gerade vielleicht nicht raus. Und das kann jetzt alles sein, es muss jetzt nicht um, ja, das kann alles sein, ja, es kann auch diese Sehnsucht sein, von der ich vorhin gesprochen habe. Und du solltest jetzt einfach dein Licht, also in diesem Dunklen, in dem man dann ja oft drinsteckt, gucken, wo das Licht ist. Und das Licht ist vielleicht dann tatsächlich diese Midwife, also diese mittlere alte Frau, die in dir drin ist. Jeder hat die in sich. Und dass du dann mit ihr selber connectierst, in dir drin. Oder aber vielleicht gibt es im Außen jemanden, der dich da sogar rausführen kann, ja? Die beiden gucken sich ja auch an. Also sie guckt sie ja auch mehr oder weniger an. Sie guckt so ein bisschen weg. Da ist jemand, der dich unterstützt, auf energetischer Ebene oder auf in dir drin oder eben im Außen. Und du solltest auch nicht vergessen, weil die beiden Karten liegen hier in der Mitte, ja, aber eigentlich ist das hier ja die Ergebniskarte. Ja, und wenn du das schaffst, kannst du das Leben auch wieder spielen. Du kannst im Moment auch das Leben irgendwie nicht spielen. Du nimmst das Leben nicht leicht, du bist zu sehr in dieser Sehnsucht drin, was ja auch nicht schlimm ist. Sehnsucht finde ich auch eine Sehnsucht kann auch eine schöne Energie sein, ja. Ich habe das auch manchmal und ich genieße das dann so richtig. Und vielleicht geht es auch einfach darum zu erkennen, dass Sehnsucht nicht was Negatives ist oder jemanden zu vermissen oder wenn jemand weg ist, das ist nichts Negatives. Du kannst daraus was Neues gebären, ja. Und guck einfach, dass du nicht im Dunkeln stecken bleibst, sondern dass du eben aus dir heraus den Weg wieder in die Freude findest letztendlich, in die Unschuld, in das Spielerische, ja. Und da ist entweder eine Person, die dich dabei unterstützt, oder aber das ist ein Aspekt von dir, den du dann auch anzapfen kannst, ja. Es ist jetzt ein bisschen schwierig, es ist ein bisschen holprig, die Legung, aber das würde ich jetzt daraus lesen, ja. Vielleicht liest du ja was anderes draus. Man kann da ja wirklich unterschiedlich draus lesen. Und ich gucke jetzt nochmal beim Innocent, ob das wirklich sowas ist wie... ja, der ist sogar hier direkt neben dem Illuminator. Das ist ja interessant. Aber ich hatte die Karten ja gemischt. The Illuminator holds a candle... Ah ne, warte mal, da waren wir ja schon. Wir wollten ja den Innocent haben. The Innocent... Willlessly sticks his long nose in every corner and crevices to see what he will find. In his idealism, he believes himself to be immune to danger. His energy is infectious. We need the sap of youth running through our veins. Ja. Also hier geht es darum, dass der Unschuldige seine lange Nase überall reinsteckt, weil er auch neugierig ist, aber er ist auch immun gegen Gefahr und er hat keine Angst und seine Energie ist auch ansteckend, ja, also und diese Energie fehlt dir gerade. Vielleicht ist auch jemand da, der dich eben anstecken kann und dich da rausholen kann, weil das nämlich letztendlich ja auch übereinander liegt hier. Kann natürlich auch sein, ja.
Also jetzt, man kann die Karten jetzt mehrfach lesen. Entweder hast du eine Sehnsucht nach einem Menschen, der eben in so eine ältere Frau ist, ja, der deine Mutter sein könnte, deine Tante, weiß ich nicht wer. Und dann kann dir vielleicht nur helfen, dass du eben mit jemandem einfach oder dich jemand rausholt, der eben, ja, dir wieder dieses Gefühl gibt von Unschuld, von Spiel, von Kindlichkeit. Ne? Weil hier steht ja auch bei in dem Buch, dass es eine ansteckende Energie ist. Ne? Vielleicht kann dich ja jemand da rausholen, der eben diese Art von Energie hat. Oder aber was ich eben schon gesagt habe, du vermisst irgendetwas und dann kann dir vielleicht jemand helfen, der eben weise ist. Sie ist ja auch so ein Stück weit weise und lebenserfahren, ja, um dann wieder eben in deinen in Spielen und zu kommen letztendlich. Und der Weg ist letztendlich die Illumination. Ja, ich muss die Karten leider so legen, weil so gehören sie auch. Der Weg ist letztendlich die Illumination. Also, dass du das Ganze dann erkennst, ja, dass dir bewusst wird, ja, ich bin jetzt in meiner Sehnsucht, aber eigentlich muss ich mich jetzt hier auch nicht in Drama begeben. Die Sehnsucht ist da und ich gehe jetzt wieder los und spiele das Leben, ja. Und das ist eine Lebenserfahrung, die ich machen durfte und die mir weiterhilft. Und ja, das kann natürlich auch Lebenserfahrung bedeuten für mich hier, die Midwife, so ein Stück weit. Ja, okay, also wie gesagt, es war jetzt nicht so ein ganz klares Reading hier, aber du kannst ja selber ein bisschen damit spielen. Was ist halt immer so, wenn ich ein Deck neu habe, dann kann ich nicht immer ganz klare Readings machen, weil ich das Deck ja noch nicht kenne. Aber du kannst ja selber hier ein bisschen mitspielen und gucken, was du rauslesen kannst. Und kannst es mir ja dann vielleicht auch sogar kommentieren. Ja, da freue ich mich immer drüber über solche Kommentare. Ja, okay, das ist also diese Geschichte. Ich finde diese Longing-Karte total schön. Die hat auch eine schöne Energie und das ist auch nicht irgendwas, was jetzt wehtut so richtig, sondern es ist einfach da. Vielleicht hat sie ja auch eben diese Sehnsucht nach ihrer Jugend. Kann natürlich auch sein. Oder nach ihrer Verspieltheit. Ne? Das könnte jetzt zum Beispiel auch so sein. Das ist jetzt echt spannend. Ja, okay, das ist also dieses sehr interessante Deck. Also man kann jetzt sehr viel aus diesen Karten rausholen und ich finde das, was ich jetzt hier so gelesen habe, finde ich auch gut. Also das gibt auch Raum, um letztendlich mit dem Deck zu spielen, weil Karten, ist ja ein Kartendeck und mit Karten spielt man und ich spiele immer mit den Karten. Mit jeden Karten, die ich kriege, spiele ich immer so ein bisschen. Genau, okay. Ja, dann würde ich sagen, du darfst gerne kommentieren. Ja, da freue ich mich immer über Kommentare. Und du darfst auch gerne liken oder auch disliken, aber bitte nur zu dem Filmchen hier, nicht zu dem Deck disliken oder liken, weil das Deck habe ich ja nicht erschaffen. Ne? Da kannst du dann gerne einen Kommentar machen. Okay. Wenn du noch Fragen hast, dann frag mich. Wenn du noch eine private Lesung möchtest, dann kannst du mich gerne anschreiben. AndreaWirk.com ist meine Webseite, da ist meine Telefonnummer und da findest du dann auch meine ganzen Messenger-Apps, also WhatsApp, Telegram, Signal, Threema. Ich bin auch auf Instagram und auf Facebook, genau. Okay, ich freue mich immer über Anfragen. Ich danke dir sehr fürs mich begleiten und ich wünsche dir alles Liebe. Tschüss.